No. So. Keine Hinweise. Geht in eine schönere Trasse. Steiler, ne? Wenn sie halt absteigen. Fast. Da war von dir auch mal die Werbung drauf. Ja. Keine Ferienwohnung in Sonnenberg. Schöne Wolle. Schön steil. Ja. Schöne Straße. Ja, das muss man. Da geht die Piste drunter vorbei. Nein. Das müssen wir schon im Winter nochmal machen. Am besten mit dem Tom. Ja. Da wollt ihr ja eh noch Eier schwenden nochmal im Winter. Habt ihr eigentlich Weihnachtsferien? Wir haben Weihnachtsferien. Wie lang? Zwei Wochen? Ja, zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja, das sind zwei genau. Wochen dann, ja. Ja. Dann lässt sich vielleicht was machen. Mhm. Weil Semesterferien. Ja, das hat Faschingsferien hat es gehört. Na, bei uns heißt es Winterferien. Im Februar dann, ja. 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 Wir haben halt Ferien nach dem Zwischenjahrzeugnis. Also, das habt ihr. Das weiß ich auch nicht. Was, ja, klar, ist ja. Winter, genau. Ja. Im Februar dann, genau. Nach dem Zeugnis? Ja. Anfang Februar, ja, da haben wir auch. Aber wir sind meistens auf Skiurlaub. Und Ostern, weiß ich nicht, das ist unsicher hier. Na, hier bleibe ich nicht, dass da. Aber Weihnachten? Mhm. Nach Weihnachten, ja, machbar. Ich glaube, oh, rot. Nö. Naja, ich schon. Das wäre schon. Ach so, da rein. Ja, ja. Das ist ganz schön steil. Nebenbei geht es noch weiter. Das ist auch nicht steil. Aber da runter dann Bäume, ich glaube, drüben, ja. Ja, das können sie nicht. Das Piste anbieten. Ja. Das Lalom-Parcours da runter. Wir haben das Kabel daneben und hier oben sind zwei, ja. Naja, nutzlose Drähte. Interessant. Rollbatterie aufhängen ist auch interessant. So V-förmig, ne? Mhm. Aber es sind schon Stahlstützen alles. Ja. Erinnert mich an Schirak. Schon sehr ähnlich. Ähnlich. Wobei die meist unten ein wenig breiter waren, oder? Mhm. Sind wir dann da jetzt schon oben? Naja, ein bisschen wird es gleich noch hergehen. Schnell gefahren. Und so keine Gondel. Wo es wird wohl werden, oder? Zwei Sektionen. Oder eine mit Mittelstation, wenn überhaupt mit Mittelstation eine. Ja, komplett fast so. Glaube ich gar nicht, dass sie da dann auf die Pisten so ausmachen. Wollen ja hoffen, dass sie mit dem Komfort zufrieden sind, das Bett so. Vorerst mal. Dass sie da nicht gleich dran zufrieden sind. Was für Klemmen. Das sind andere Klemmen. Sieht nach Schneider aus. Echt? Oder? Das ist voll komisch. Sieht größer aus, ne?
Ja, und außerdem, normalerweise ist ja von unten die Klemmbacke, die dann reingeschoben wird. Ja, nee, ja. Von oben wird gezogen. Also von oben wird reingezogen, ja. Ja. Ja, das sind Schneider. Haben sie da die Auflaufzungen befestigt? Sind die auch bewegbar nach vorne? Nee. Oder? Ja, das sind die wie ich auch da haben. Vom Wopf. Das sind schon Schneider. Ne? Der hat bloß ein Transportkörper, oder? Mhm. Jetzt habe ich keins gesehen anders. Ne? Boah, ich muss eine geile Abfahrt sein. Ist fast alle. Ja. Boah, das ist die Flasche aus dem Loch. Zu aufgefallen. Na, die müssen noch ordentlich weitergehen. Weil das heißt, die Anfälle. Ja, die gehen noch ordentlich. Hoffentlich halt der Akku durch. Ich glaube, dann kann ich den Antrieb nicht mehr filmen. Scheiße. Ja, hätte ich das nicht mehr. Aber das hat natürlich für irgendwie dieses. Der Tom. Was, der Tom? Servus, Tom. Der Tom? Ne, das gibt's nicht. Der Leo. Ich sitz grad. Schade, dass du nicht da bist, ja? Wir waren heute schon. Ja, wir waren heute nämlich schon am Brüggelekopf. Beim Stäupfner. Beim Stäupfner, genau. Und jetzt sind wir gerade noch in Andelsbuch. Zwei Sektionen Steuerer Doppelsessel. Erste mit den Betonstützen. Ja. Das müssen wir nochmal nachholen, ja. Ach so, ja. Hm? Ja. Ach so, okay. Na, schade. Hm? Ja. Hm. Verstehe, ja. Ja. Naja. Ja. Irgendwann werden wir das eh sicher noch nachholen. Ja. Ja, das machen wir. Wir. Ja. Wir haben uns jetzt bisher überall bei allen Liften, fast im Maschinenraum und oben auf den Spannwagen draufgelassen. Auch beim Brüggelekopf. Ja, super alles. Ja, schon.